Wir inszenieren etwas, wo wir Feminismus machen, aber positiv, also lustig. Hey Mercedes. Ja, bitte? Ruf bitte bei Mercedes an. Mercedes wird angerufen. Ich sag das immer so euphorisch. Mercedes wird angerufen. Mercedes-Benz, Stuttgart, guten Tag. Oh, schönen guten Tag. Da ist der Joko Winterscheid nochmal. Hallo. Wer? Joko Winterscheid. Wir hatten telefoniert. Der eine von Joko und Klaas. Kleiner Scherz. Haben Sie... Ja, bitte. Ja, gut. Entschuldigung. Ich muss nur kurz... gut, der war gut. Pass auf, Folgendes. Wir hatten ja gesagt, wir brauchen so ein bisschen was Positiveres, wo wir vielleicht hingehen und so ein bisschen die Rollenbilder auf den Kopf stellen. Nicht so Stereotyp und ich sag mal was Freshes. Sagt man bei Ihnen immer noch fresh? Nee, eigentlich auch nicht. Aber so ein bisschen, sagt Ihnen Advertising was oder Zielgruppenrelevanz? Ja. Dass man hingeht und sagt, wir inszenieren etwas, wo wir Feminismus machen, aber positiv, also lustig. Was ich sagen will ist, ich habe eine Idee. Wir fahren an den Strand, ja, stellen Sie sich vor, Beach, Bodies, eine heiße Karre und ich zeige Ihnen das einfach mal, sowas. Wir nehmen ein sicheres Auto, eine taffe Frau und jede Menge Alpha-Männchen. Let's do this! Let's do this! Ladies and gentlemen, this is Great Pickups in Great Pickups. Ready to shoot? Fahr los! Bitte. Du kannst ihn mal hinfahren, so, ah, guys, I love Italian guys. Und dann sagt er so, I'm Spanish. Yeah, that's why I love Italian guys. I love Italian guys. Yeah? Yeah, yeah, why yeah. Why is that? Well, because you're Spanish, right? I am. Yeah, so I like Italian guys more. That's a fact. Hier, guck mal da an der Palme, direkt vor dir. Hola. Do you want to date me? What? Do you want to date me? Yeah. I don't want to date you. What the f***? Hat mir den Mittelfinger gezeigt. Joko, er hat mir den Mittelfinger gezeigt. Soll ich runterkommen? Ich hau ihm auf die f***. Yeah, can I talk to you? What's your name? Carlos. Hi, Carlos. What's your name? You look more like a hair loss to me. Du bist so böse. Your boobs look amazing. Oh, well, they look so much hotter from, like, far behind. No, looking great. It looks like your face. Du hast ihn gerade beleidigt. Ich habe ihn beleidigt, ja. Ich glaube, die werden heute Abend ein kleines Ego-Problem haben. Ja, sicher. Die lassen heute Abend die Luft aus ihrem Körper. Du, dann gratuliere ich dir zum Feierabend. Ich komme zu dir. Das hast du sehr gut gemacht. Wir machen jetzt den Schluss. Das war Great Pickups und Great Pickups. Und ciao, danke, auf Wiedersehen. Woo! Feierabend. Bye, let's go and drink a... Beer. Beer. Ich grüße Sie. Ja, Herr Winterscheid. Also, Hallo. Pick-up-Witzle für einen Pick-up. Also, das kann man machen. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Ja? Herr Winterscheid, wir müssen da noch eine Schippe drauflegen. Wir haben doch schließlich nicht nur Frauen als Zielgruppe. Jetzt kommen die Frauen zwar super weg, aber die Männer, also bitte. Ja, ja, wollte ich auch sagen. Herr Winterscheid, jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn man Frauen und Männer kombiniert. Na, was kommt dabei raus? Kinder? Da kommen Kinder bei raus. Klar. Bravo. Herr Winterscheid, nur ein Problem. Kinder können oder vielmehr dürfen nicht Auto fahren. Nee, dürfen sie gar nicht. Aber wissen Sie was, ich habe eine super Idee. Kann ich Sie morgen anrufen? Ich rufe Sie dazu morgen an, okay? Ich rufe Sie morgen an, ich habe eine super Idee mit Kindern. Kinder gehen nämlich immer. Kinder, super, dass Sie... Sie sind die Beste. Bis morgen, ich melde mich bei Ihnen. Tschüss. Bis morgen.